Wir sind heute nicht in unserem Sendegebiet unterwegs, sondern in der Stadt Leipzig. Denn hier findet der CSD statt. Das ist eine Parade, die gegen Fremdenfeindlichkeit ist, für Toleranz. Und wir kommen hier mit Menschen ins Gespräch, die ja anders sind als der Mainstream. Aber schauen Sie selbst. Vincent, warum läufst du heute hier beim CSD in Leipzig mit? Einfach, weil ich liebe CSD, einfach dieser Zusammenhalt generell so. Ich finde es einfach mega cool und einfach, da sind wir halt so mehr untereinander und es macht halt einfach wahnsinnig Spaß, die Stimmung und so. Ist halt einfach geil. Wie wichtig findest du, ist der CSD in Leipzig? Ich finde das extrem wichtig, weil wir leider immer noch weit weg davon sind, dass es eine tatsächliche Gleichstellung aller möglichen Arten zu leben gibt. Wir haben immer noch politischen Nachholbedarf, auch in Deutschland. Deswegen ist es so wichtig. Es ist ein Kampftag, an dem wir auf die Straße gehen. Ganz besonders für mich ist das Gefühl einfach, dass alle Leute herkommen, egal wen man liebt, egal woher man kommt. Alle feiern zusammen. Eine geile Stimmung, das Gefühl von Liebe, Zusammengehörigkeit wird verbreitet. Und ich glaube, das ist das ganz Besondere, einfach diese Außenwirkung. Wir sind da, wir sind ein Teil der Gesellschaft, wir sind auch mit dabei und wir sind ganz tolle Menschen. Gemacht, positive oder auch negative? Also es gab schon viele Menschen, die, als ich mit meinem Freund der Stadt gelaufen sind, das sehr schön fanden und beziehungsweise es gab so ältere Damen, die haben gesagt, dass sie süß finden sowas, aber wir wurden auch schon manchmal eben bepöbelt. Es gab einige Typen, die haben schon meine Freundesvertrag gekündigt, weil ich war eigentlich sehr gut mit denen befreundet, die haben dann die Freunde gekündigt, nachdem ich gesagt habe, dass ich schwul bin und sowas. Also ich habe eine Erfahrung gemacht im McDonald's bei uns in Jena, wo es angegriffen war, aber das war auch nicht so weiter wild, also der hat mir eine Kopfnuss gegeben, aber mir hat es halt nicht weh getan, weil er hat das Gesicht verzogen, ich nicht, weil so ein Zentner Make-up schützt halt, ne? Also wir kommen aus Dresden, so, und da wird man halt schon mal schief angeguckt oder so, wenn man halt mit jemandem zusammen rumläuft, so Händchen hält oder so. Also es kommt schon vor, dass man so schief angeguckt wird, aber sonst bis jetzt noch nichts wirklich Schlimmes. Ja, du wohnst und studierst hier in Leipzig. Wie sind so deine Erfahrungen, wenn du hier auf den Straßen gehst? Meine Erfahrungen hier in Leipzig sind sehr positiv. Ich muss aber natürlich von mir aus auch zugeben, dass ich in der Öffentlichkeit mit meinem Partner keine Zärtlichkeiten oder viele Zärtlichkeiten austausche, weswegen man das jetzt nicht unbedingt sehr schnell vermuten würde. Vielleicht schräg gucken, wenn gleichgeschlechtliche Paare durch die Straßen gehen. Was würdest du denen sagen? Also wenn die dumm gucken und ich als gleichgeschlechtliches Paar, würde ich die einfach einladen zum Gespräch und fragen, was für die eigentlich komisch ist, warum die so komisch gucken, ob ich irgendwo einen Fleck habe oder irgendwas. Also das eher ein bisschen auflösen. Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, okay, du bist jetzt mit Hetero? Meine Mutter, der habe ich das abends gesagt, wir haben dann zusammen im Bett geheult. Und mein Vater, den haben wir es auch gesagt, der ist dann auch geheult, hat auch geheult, weil er findet es halt einfach krass, dass ich zu mir stehe und so lebe, wie ich will. Aber meine Eltern sind halt einfach mega cool. Und generell einfach, meine Eltern sehen das so locker entgegen. Das Glück hat leider nicht jeder. We'll be right back.
Wie tolerant ist Deutschland deiner Meinung nach? So, vielleicht kommt aufs Alter an. Also vielleicht so 50% sind intolerant. Ich würde schon sagen, dass ich das Gefühl habe, akzeptiert zu werden. Weil tolerant ist immer für mich ein Begriff, der ein bisschen negativer ist. Also ich toleriere etwas. Akzeptieren ist dann schon eher positiv. Und dadurch, dass wir auch letztes Jahr geschafft haben, nee, sogar vor 2 Jahren geschafft haben, dass die homosexuelle Ehe anerkannt wird, finde ich das schon ein wichtiger Schritt und das auch beiträgt zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Und ich hoffe, es wird noch besser. In vielen Teilen ist es noch nicht so gut, aber ich denke mal, die Grundstimmung ist positiver geworden. Es könnte mehr sein. Es geht, also Deutschland ist schwierig. Also wenn ich hier in Leipzig, Leipzig kann man das, da wird man vielleicht nicht so begabt, aber wenn ich gerade aus Chemnitz oder im weiteren Erzgebirg gehe, ist es nicht so. Also in den Großstädten ja, aber ansonsten den Großteil nicht. Ich würde sagen, teils, teils. Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sehr tolerant sind, die mit der Vielfalt offen umgehen. Aber es gibt halt eben auch die Gruppe, die wir meistens auch dann bei den Wahlen abgebildet finden, eher im konservativen Lager und im rechten Lager, die, bei denen das noch nicht so angekommen ist mit der Vielfalt. Welche Botschaft soll heute hier aus Leipzig gesendet werden? Dass Vielfalt was Tolles ist, dass das was Positives ist und dass wir durchaus besser leben und mehr erreichen können, wenn wir uns in unserer ganzen Vielfalt nicht nur tolerieren, sondern komplett akzeptieren. Des diesjährigen Christopher Street Days hier in Leipzig hat sich am Ende geneigt. Wir sind wieder hier auf dem Marktplatz angekommen. Lassen Sie mich ein kurzes Fazit ziehen. Ich habe heute sehr viele Menschen kennengelernt, die offen über ihre Sexualität sprechen und auch stehen. Und ich finde, das sollte hier in Deutschland eigentlich zum normalen Alltag gehören.